Klassenbildung, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Klassenbildung. Falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Jill und nehme diese Folge wieder zusammen mit Sarah auf. Wir sind Teil des revolutionären Medienkollektivs Klassenbildung und beschäftigen uns in diesem Podcast mit verschiedenen politischen Fragen, teilweise mit aktuellem oder mit historischem Bezug. Heute möchten wir über das Thema Migration sprechen. Das Thema kommt, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, natürlich nicht aus heiterem Himmel, sondern ist gerade eben nochmal besonders auf der Tagesordnung, weil Deutschland und die EU gerade dabei sind, das Asylrecht massiv zu beschneiden und generell einen nochmal härteren Kurs gegenüber MigrantInnen zu fahren. Das wird in Politik und Medien begleitet von rassistischen Debatten rund um Migration, mit denen wir seit ein paar Monaten quasi alltäglich konfrontiert sind. Wir wollen das zum Anlass nehmen, aus marxistisch-leninistischer Sicht über einige grundlegende Fragen zur Migration zu sprechen, also welche Rolle spielt Migration im kapitalistischen System, was ist die Strategie des deutschen Imperialismus in Bezug auf Migration und wie sieht die Lage von MigrantInnen in Deutschland heute eigentlich konkret aus. Darauf aufbauend werden wir dann über den aktuellen Rechtsruck in der Migrationspolitik sprechen und auch diskutieren, wie wir als RevolutionärInnen darauf antworten können. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den absoluten Basics an, sage ich mal. Gab es Migration eigentlich schon immer? Was denkst du, Sarah? Ja, hi. Auch von mir natürlich herzlich willkommen zurück. Wenn man über Migration diskutiert, beziehungsweise die Art, wie in Deutschland oft über Migration diskutiert wird, gibt es vor allen Dingen zwei Pole. Also von der einen Seite kommt massive rechte Hetze und von eher postmodernen Linken oder bürgerlichen Linken wird wiederum häufig sowas erwidert wie, ja, Migration hat es einfach schon immer gegeben. Das ist was ganz Normales. Die Leute sollen sich mal wieder einkriegen. Das sei auch ganz natürlich. In der Regel ist das ein Versuch, die Hetze von Rechten irgendwie abzuwehren und im Grunde genommen ist es auch gut gemeint. Die Realität sieht allerdings anders aus. Während es natürlich stimmt, dass schon in der Urgesellschaft Menschen umhergewandert sind, also bis quasi zur Periode der Sesshaftigkeit, war das in wesentlich kleinerem Umfang, als es heute passiert. Und der Radius, in dem Menschen migriert sind, der war eben auch ganz anders als heute. Also das kann man einfach nicht vergleichen. Letztlich eine massenhafte Migration über ganze Kontinente hinweg oder viele Ländergrenzen mit der Art, wie halt die Menschen früher umhergereist sind. Bezeichnet man die Art der Migration im Kapitalismus als etwas ganz Natürliches, dann relativiert man damit im Grunde genommen also das Leid vieler Migrantinnen, vor allen Dingen vieler geflüchteter Menschen. Denn wer aufgrund von Krieg oder Umweltkrise flüchten musste oder seine Heimat verlässt, um überhaupt die Chance zu haben, einen Job zu bekommen, der hat es oft nicht leicht und für den ist das auch kein natürlicher Vorgang, der einfach so passiert. Massenhafte Vertreibungen und Fluchtbewegungen gehören im Imperialismus eher so zum Tagesgeschäft, verursachen aber eben ja schon viel Leid für die Migrantinnen oder die Geflüchteten, die es machen müssen. Im Jahr 2017 zum Beispiel lebten laut offiziellen Statistiken weltweit 258 Millionen Menschen seit mehr als einem Jahr in einem Land, in dem sie nicht geboren worden sind. Zählt man die Menschen hinzu, die weltweit in Binnenmigration leben, also innerhalb ihres eigenen Heimatlandes migrieren oder vertrieben werden, dann kommt man auf 1,2 Milliarden Migrantinnen. Das entspricht etwa so einem Sechstel der Weltbevölkerung. Noch größer wird diese Zahl, wenn man zusätzlich die Menschen berücksichtigt, die einen Migrationshintergrund haben, die also nicht selber migriert sind, sondern zum Beispiel deren Eltern migriert sind oder deren Großeltern in ein anderes Land übergesiedelt sind. Das bedeutet, du hast im Kapitalismus erstmal sehr massenhafte Migration und schon in einem ganz anderen Ausmaß als in Gesellschaften vorher. Okay, also wir können sehen, dass Migration im Kapitalismus eine ganz andere Größenordnung hat, aber vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie genau und warum sich Migration im Kapitalismus verändert. Genau, das kann ich auf jeden Fall machen. Also klar, die Migration ist viel, also wie hat sie sich verändert, haben wir gerade schon geklärt oder habe ich gerade ein bisschen erklärt, dass sie halt viel massenhafter geworden ist. Aber das, was du ja eigentlich gefragt hast, war diese Frage nach dem Warum. Da muss man, glaube ich, sagen, naja, Beginn des 20. Jahrhunderts, also quasi mit dem Übergang auch des Kapitalismus in sein höchstes Stadium, den Imperialismus, sind halt viel mehr Menschen aus den ökonomisch zurückgehaltenen Ländern in die imperialistischen Zentren migriert. Heute ist das ein kleines bisschen anders. Also heute hat sich das verändert, zum Beispiel dadurch, dass auch Staaten, die im imperialistischen Weltsystem eher eine mittlere Stellung einnehmen, sind zu Zielen von Migrationsbewegungen quasi geworden.
Das heißt, wird nicht nur von den Ärmsten in die reichsten Länder oder so migriert, sondern eben auch in die sogenannten mittleren Länder. Darunter zählen zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Vereinigten Emirate. Spitzenreiter bleibt trotz allem quasi der Imperialismus, bleibt zum Beispiel die USA. Das ist das Land, in das mit Abstand am meisten migriert wird. Etwa ein Fünftel aller internationalen Migrantinnen wandert dorthin aus. Interessanterweise sind auch die Auswanderungsländer andere, also nicht dieselben wie zu Beginn des Kapitalismus bzw. des Imperialismus, sondern auch die Länder, die in der Kette weiter oben stehen, also nicht ganz unten stehen, auch aus denen wird halt ausgewandert. Zum Beispiel China, was ja mittlerweile der größte Konkurrent der USA ist, ist halt auch ein Top-Auswanderungsland. Auch Russland und auch Indien gehören zu den Top-Auswanderungsländern. Das zeigt also, dass es ja in der Migration jetzt nicht nur davon abhängt, welche Stellung das Land im imperialistischen Weltsystem hat, sondern auch, was für spezielle Gründe dich zur Flucht oder zur Migration halt zwingen, was wir uns später noch genauer angucken werden. Der mit Abstand größte internationale Migrationskorridor ist zwischen Mexiko und den USA, also doch eher was, was man als relativ klassisch noch empfinden würde, gefolgt vom Korridor von Indien zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Verändert, abgesehen davon, wer wohin migriert, hat sich auch, wer überhaupt migriert. Der eine Teil, das sind massive Fluchtbewegungen, die machen natürlich einen beachtlichen Teil der Migration aus. Auf der anderen Seite ist es eben nicht nur äußerstes Elend, das die Leute in die Migration treibt, sondern teilweise sind es gerade dann auch die mittleren und kleinbürgerlichen Schichten, die in andere Länder ziehen. Das macht dann eben eher den größeren Teil unter den klassischen Migrantinnen in Anführungsstrichen aus, die eben nicht flüchten müssen, sondern die sich noch freiwillig entscheiden können, dass sie umziehen wollen. Auch die kleinbürgerlichen Schichten ziehen aber eben nicht einfach um, einfach aus reinem Hedonismus, sondern in der Regel, weil die Bedingungen in ihren Herkunftsländern trotzdem deutlich schlechter sind als zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. Und sie sich zum Beispiel eine bessere Ausbildung erhoffen oder eben mehr Gehalt, einfach einen höheren Lebensstandard. Die erleben dann auch teilweise, auch das kann man sich glaube ich später nochmal angucken, einfach einen Klassenabstieg, wenn sie nach Deutschland kommen und bleiben zum Beispiel nicht einfach Kleinbürgertum. Die unteren Schichten der Arbeiterinnenklasse, also nochmal in Bezug darauf, wer migriert eigentlich, haben nämlich wirtschaftlich oftmals gar nicht die Möglichkeit dazu. Also wer in einem Land zum Beispiel wie Chile zur unteren Schicht der Arbeiterinnenklasse gehört, der wird nicht einfach nach Deutschland migrieren, weil er sich da ein bisschen ein besseres Leben erhofft, sondern in der Regel werden das eher kleinbürgerliche Schichten sein, weil sie sich das eben leisten können. Bei Fluchtbewegungen ist das eben ein Stück weit anders, weil die Menschen viel mehr noch gezwungen sind und in vielen Fällen ja sogar ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, überhaupt das Land verlassen zu können. Und da flüchten dann eben auch Menschen, die nicht irgendwie zu kleinbürgerlichen Schichten gehören. Tendenziell migriert die Arbeiterinnenklasse aber eben innerhalb einzelner Staaten. Und das ist auch, warum die Binnenmigration so hoch ist. Also zum Beispiel wird dann vom Land in die Städte migriert. Eins der größten Binnenmigrationsländer ist dabei halt China. Die Binnenmigranten da sind halt vor allen Dingen Wanderarbeiterinnen, die vom Land quasi in die Städte flüchten oder in verschiedenen Teilen vom Land halt umherwandern und dort Arbeit suchen. Ja, das sind auf jeden Fall einige Punkte, wo man sehen kann, wie sich die Migration im Kapitalismus verändert hat. Aber vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr auf die Beweggründe eingehen, die eben dafür sorgen, dass massenhaft Menschen migrieren oder fliehen und das eben auch gesetzmäßig. Okay, ja, im Grunde genommen kann man, glaube ich, sagen, dass es daran liegt, dass der Imperialismus von zahlreichen Widersprüchen geprägt ist, die am Ende dann dazu führen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Ich würde mal die fünf, die ich für am prägendsten halte, aufzählen. Also ein zum Beispiel wesentlicher Widerspruch im Kapitalismus ist der Widerspruch zwischen Stadt und Land oder auch Stadt und Land Gegensatz genannt. Im Kapitalismus führt das private Eigentum an Grund und Boden dazu, dass die Entwicklung des Landes immer hinter der Entwicklung der Städte zurückbleiben muss. Das Land wird sozusagen durch die Städte dann ausgebeutet. Das Ergebnis davon ist relativ logisch. Immer größere Teile der Landbevölkerung müssen in die Städte ziehen, um dort Arbeit zu finden. Besonders verarmte oder landlose Bauern ziehen dann eben in die Städte, werden dort eben zum Proletariat. Und diesen Prozess, den gab es natürlich am Anfang vom Kapitalismus, aber den gibt es eben immer noch. Und der wird auch im Kapitalismus immer weiter quasi reproduziert. In Deutschland spielt das ebenfalls eine Rolle, dass es eine Art der Landflucht gibt. Jedoch muss man sagen, dass hier das Verhältnis noch relativ ausgeglichen ist. Das ist jetzt ja erstmal quasi auch ein bisschen auf Binnenmigration bezogen, muss man glaube ich sagen. Man muss aber eben auch sagen, dass es halt in Ländern, die noch landwirtschaftlicher geprägt sind, eben noch eine viel größere Rolle spielt und wesentlich bedeutender einfach ist.
Ja, was man vielleicht hier kurz anmerken sollte, ist halt, dass diese Frage von privatem Eigentum an Grund und Boden jetzt sicherlich irgendwie nicht erschöpft erklärt ist durch das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja einfach nur gesagt, das gibt's. Wenn wir das jetzt aber hier machen würden, würden wir zu sehr abschweifen. Es gibt aber für alle, die das interessiert, auf jeden Fall einen Text zu Mieten auf unserer Website, der sich auch damit auseinandersetzt, wo man das einfach sich nochmal anschauen kann und wo auch nochmal erklärt wird, was ist das eigentlich, warum gibt's das im Kapitalismus und so weiter. Genau, der zweite Punkt neben eben diesem Gegensatz zwischen Stadt und Land ist, dass es eine ungleichmäßige Entwicklung der Weltwirtschaft gibt. Das ist eigentlich ein relativ einleuchtender Punkt. Also ne, wenn ihr euch die Welt anschaut, dann seht ihr eigentlich ganz klar, dass die Länder unterschiedlich entwickelt sind. Genau, der Kapitalismus ist also weder in der Lage, noch hat er irgendein Interesse daran, eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung aller Länder quasi zu gewährleisten. Es kommt also immer wieder dazu, dass ganze Regionen von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen bleiben. Und außerdem kommt es dazu, dass ehemalige Industriegebiete aussterben. Zum Beispiel sowas wie große Teile von Brandenburg in Deutschland. Aber was auch bekannt ist, sind Bergarbeiterregionen in England oder der mittlere Westen in den USA. Das waren halt alles wesentlich belebtere Regionen zu bestimmten Zeiten des Kapitalismus. Jetzt sind die aber so gut wie tot und die Menschen ziehen dann natürlich weg. Die Arbeiterinnen aus diesen Regionen, genau, die müssen dann eben häufig abwandern oder die versinken in Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist natürlich die andere Alternative. Darüber hinaus entstehen aus dieser ungleichen Entwicklung heraus dann auch Phänomene wie Wanderarbeit. Das habe ich ja eben schon gesagt, zum Beispiel in Bezug auf China, dass das dort eben eine große Rolle spielt, dass dort eben Teile der Arbeiterinnen von dort einfach zu Wanderarbeiterinnen werden. Genau, der dritte Punkt ist ähnlich zum zweiten Punkt tatsächlich, hat nämlich mit der ungleichen Entwicklung der Weltwirtschaft im Kapitalismus zu tun. Während wir uns im zweiten Punkt jetzt ein bisschen auf die Länder bezogen haben noch, also wie ist die Entwicklung unterschiedlich in einem Land, geht es bei Neokolonialismus eben auch darum, dass die Länder sich unterschiedlich entwickeln, was ja vor allen Dingen daher kommt, dass die Weltwirtschaft heute komplett aufgeteilt ist unter den Imperialisten und die abhängigen Staaten und Neokolonien eben dann auf vielfältige Art ausgeplündert werden, zu wirtschaftlichen Anhängseln werden. Das wiederum sorgt natürlich dafür, dass Arbeiterinnen, aber auch kleinere Warenproduzentinnen und auch die Intelligenz dieser Länder abwandern, weil sie sich eben ein besseres Leben in einer anderen Region, einem anderen Land erhoffen, falls sie sich das Abwandern dann eben leisten können. Damit sind wir schon bei den letzten beiden Punkten angelangt. Der vierte Punkt, ich glaube, ich habe das jetzt fast zu allen Punkten gesagt, aber ist auch was, was gerade sehr offen zutage tritt, und zwar die Gesetzmäßigkeit von Kriegen im Kapitalismus. Also der Imperialismus produziert, wie Lenin schon rausgearbeitet hat, gesetzmäßig Kriege für die Erweiterung von Absatzmärkten, für das Erlangen rarer Ressourcen und letztlich für die Jagd nach dem Maximalprofit. Dazu gehört dann eben das klassische Überfallen anderer Staaten, wie bei Angriffskriegen gegen Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003 oder Libyen 2011. Aber es gehört eben auch das Anzetteln lokaler Kriege dazu, die Finanzierung von gewissen bewaffneten Gruppen und Warlords in abhängigen Staaten, zum Beispiel Libyen oder Kongo. Und durch diese Kriege werden eben auch dauerhaft Menschen in die Flucht getrieben und auch durch bewaffnete Auseinandersetzungen eben im eigenen Land oder Bürgerkriege auch dadurch. Selbst wenn die Imperialisten das nicht direkt tun, sondern nur indirekt anzetteln, der Effekt auf die Menschen bleibt natürlich ähnlich. Sie werden halt vertrieben aus diesen Regionen und müssen dann flüchten oder migrieren eben, wenn sie noch nicht zur Flucht gezwungen sind, aber letztlich schon in Gefahr sich befinden. Der fünfte Faktor ist jetzt, denke ich, eher was, ja, Neueres, aber schon auch was, was halt gerade eine große Rolle spielt in der Diskussion. Und zwar, dass natürlich auch die Umweltkrise und die Zerstörung natürlicher Lebensräume ein wichtiger Grund ist, der im Kapitalismus bei der Migration dazukommt. Sowohl die direkte Umweltzerstörung oder Verseuchung, wie zum Beispiel Bhopal in Indien, Fukushima in Japan oder gewisse Atomtestgebiete im Pazifik, aber eben auch die Folgen des Klimawandels, die einfach langfristiger dazu führen, dass sich die Migration verändert, beziehungsweise dass immer mehr Menschen nicht an dem Ort oder in der Heimat bleiben können, wo sie geboren worden sind und dazu gezwungen werden zu flüchten. Dazu zählen natürlich zahlreiche Naturkatastrophen, die einfach ganze Landstriche verwüsten. Es zählt aber auch das Ansteigen zum Beispiel des Meeresspiegels dazu, was in Zukunft tendenziell immer öfter dazu führen wird, dass zum Beispiel Menschen aus Inselstaaten migrieren müssen. Diesen Effekt gibt es auch heute schon. Genau, ich habe jetzt ja schon eine Weile ein bisschen was dazu erzählt, wie sich Migration verändert hat und was quasi auch die Gründe dafür sein können. Es ist aber ja nicht nur so, dass die Migration sich verändert und der Imperialismus bleibt, wie er ist, sondern auch der Imperialismus verfolgt ja erstmal eine ganz grundlegende Strategie gegenüber der Migration, muss irgendwie auch damit umgehen.
Und das ist, glaube ich, was du jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen erklären könntest oder wo du dich ein bisschen mit auseinandergesetzt hast, Jill. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch eine sehr interessante Frage. Du hast ja jetzt gerade schon einiges dazu gesagt, warum Migration im imperialistischen Weltsystem gesetzmäßig ist. Das heißt, solange wir in diesem System leben, kann es gar nicht verhindert werden, dass Menschen immer wieder zur Migration oder Flucht gedrängt werden, einfach weil die Lebensbedingungen in ihren Heimatländern kaum noch zu ertragen oder unerträglich geworden sind. Es ist jetzt aber nicht so, dass die imperialistischen Staaten sich das Ganze einfach schulterzuckend angucken und einfach so geschehen lassen. Es gibt nämlich Punkte, bei denen die Migration den imperialistischen Interessen ganz klar in die Karten spielt, aber es gibt eben auch Risiken, die durch die Migration entstehen, und auf der Basis entwickeln imperialistische Länder dann eine bestimmte Strategie oder man könnte auch sagen Migrationspolitik. Da ist Deutschland als ein Land im sogenannten imperialistischen Zentrum natürlich nicht anders. Wenn wir uns das mal grundlegend anschauen, ist Migration im imperialistischen Weltsystem eigentlich auch sowas wie ein Ventil, könnte man sagen. Wenn sich in einem imperialistisch ausgebeuteten Land die gesellschaftlichen Widersprüche zuspitzen, wenn es also zu Krisen kommt, könnte man ja meinen, dass das zu einem Aufflammen von ökonomischen Protesten oder von politischen Kämpfen führt, also zu Unruhe. Da ist schon auch was dran, aber häufig führen solche Krisen eben vor allem auch dazu, dass die Menschen abwandern. Anstatt in ihren Heimatländern, also gegen die schwierigen Bedingungen zu kämpfen und so das imperialistische System ein Stück weit zu destabilisieren, suchen viele Menschen ihr Glück in einem anderen Land, häufig eben im imperialistischen Zentrum. Das meine ich jetzt natürlich nicht als Vorwurf, sondern das ist ja erstmal ein sehr nachvollziehbarer Schritt, gerade wenn Menschen nie wirklich mit revolutionären Ideen in Berührung gekommen sind. Gleichzeitig birgt diese Arbeitsmigration aber auch eine Gefahr für den Imperialismus. In den sogenannten Zielländern im imperialistischen Zentrum kommen durch die Migration nämlich ArbeiterInnen mit ganz verschiedenen gesellschaftlichen Erfahrungen und oft eben auch mit Kampferfahrungen zusammen. Sie könnten sich nun ja solidarisch im Klassenkampf zusammenschließen und den Kapitalismus ins Wanken bringen. Ein Beispiel, dass diese Gefahr durchaus real ist, zeigt in Deutschland etwa die Streikwelle von 1973, allen voran natürlich der Streik der Gastarbeiter in den Fordwerken in Köln. Um diesem Risiko irgendwie Herr zu werden, ist es ein fester Bestandteil der imperialistischen Strategie, die ArbeiterInnenklasse zu spalten. Und zwar zum einen entlang der Linie migrantisch oder nicht migrantisch, zum anderen aber auch innerhalb der MigrantInnen. Das wird vor allem durch rassistische Ideologie gemacht, die in die Klasse hineingetragen wird. Hinzu kommt ein hierarchisches System der Migration, bei dem die Leute je nach Herkunft, Qualifikation etc. ganz anders behandelt werden. Es gibt da noch immer wieder Debatten, in denen in Anführungszeichen gute MigrantInnen, die alle super qualifiziert sind und sich toll integrieren, und sozusagen schlechte MigrantInnen, die dann mit allen möglichen rassistischen Klischees belegt werden, gegeneinander ausgespielt werden. Das ist natürlich Quatsch, es gibt keine guten oder schlechten MigrantInnen. Aber man braucht eben, zum Beispiel hier in Deutschland, auch eine gewisse Akzeptanz für Migration. Das ist wie ein groteskes Spiel, bei dem der deutsche Imperialismus auslotet, wie viel rassistische Hetze es gerade braucht für das politische Klima und wie viele herzerwärmende Integrationsgeschichten. Deshalb gibt es dann eben auch bestimmte MigrantInnen, die öffentlich als Vorbilder für Integration dienen und es auch zu einem gewissen Wohlstand und Ansehen bringen können. Das soll dann die MigrantInnen, die quasi nicht diesen Wohlstand haben, dazu motivieren, sich einfach weiter ausbeuten zu lassen und unseren vermeintlichen demokratischen Rechtsstaat ganz toll zu finden. Aus diesem grundlegenden Zwiespalt, den ich eben angesprochen habe, also einerseits hat man die Ventilfunktion, andererseits eben auch die Gefahr von aufkeimenden Klassenkämpfen, ergibt sich auch die imperialistische Strategie für den Umgang mit Arbeitsmigration. Es geht darum, die Ventilfunktion zu nutzen und dabei gleichzeitig die Vereinigung der ArbeiterInnen zu verhindern. Daraus ergeben sich Steuerung der Migration und Spaltung der ArbeiterInnen quasi als die Leitlinien imperialistischer Einwanderungspolitik. Das können wir auch anhand des deutschen Imperialismus eigentlich sehr gut sehen. Wenn MigrantInnen also ökonomisch, aber auch räumlich ausgegrenzt werden und teilweise eben in irgendwelchen ghettoisierten Stadtteilen wohnen, politisch unterdrückt werden und ideologisch eben mit dieser Integrationsromantik beeinflusst werden, dann hat das für den deutschen Imperialismus einfach den Zweck, dass seine Herrschaft über die ArbeiterInnenklasse aufrechterhalten werden kann, weil diese ökonomisch, sozial und ideologisch gespalten ist.
Neben den Aspekten, die ich jetzt genannt habe, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Migration immer auch die Bedürfnisse des deutschen Kapitals nach Arbeitskraft befriedigen soll und auch daran angepasst wird. Man braucht MigrantInnen quasi als Teil der industriellen Reservearmee, die das Angebot an Arbeitskraft möglichst hochhalten und dadurch die Löhne nach unten drücken sollen. Und das gilt sowohl für hochqualifizierte MigrantInnen als auch für Menschen in prekären Jobs, die innerhalb der deutschen Bevölkerung heute die wenigsten machen wollen. Auf dieser Basis können die Lebensrealitäten von MigrantInnen aber eben sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja, insgesamt hast du natürlich recht. Also wir können feststellen, dass die Lebensrealität von MigrantInnen sehr unterschiedlich ist, dass sie eben nicht einfach irgendeine homogene Masse bilden. Das wäre auch, denke ich, relativ unrealistisch, wenn man in Deutschland von einem Migrationsanteil von 20% ausgeht, beziehungsweise Menschen mit Migrationshintergrund machen 20% aus, direkte MigrantInnen weniger. Das wäre aber ja dann eben unlogisch, dass alle diese Menschen einfach absolut gleich sind. Und vor allen Dingen wäre es auch unrealistisch, dass dort die Klassenfrage keine Rolle spielt. In dieser Folge muss man in Bezug auf die Klassenfrage dann, glaube ich, sagen, dass wir uns jetzt erstmal nur für die Migrantinnen aus der Arbeiterinnenklasse und Teilen des Kleinbürgerinnentums sowie für Geflüchtete interessieren. Also irgendwelche Menschen, die jetzt nach Hamburg migrieren, weil sie sich da ein tolles Leben machen wollen oder so, mit denen werden wir uns jetzt nicht befassen. Das heißt, es geht nicht um reiche Migrantinnen, sondern ja, um Migrantinnen aus unserer Klasse oder eben aus naheliegenden kleinbürgerlichen Schichten oder eben Menschen, die flüchten müssen. Schaut man sich die Migrantinnen dann eben an in Deutschland, dann kann man schnell feststellen, dass sich die Form der Migration und die gesellschaftliche Stellung der Migrantinnen im Zielland, also in diesem Fall Deutschland, aus ihrer jeweiligen Stellung in der internationalen und gesellschaftlichen Arbeitsteilung ergeben, also aus den Ländern, aus denen sie kommen, der Klasse, aus der sie kommen und dem Qualifikationsniveau, das sie haben. Konkret bedeutet das für uns, dass es darauf ankommt, welche Stellung das Land im imperialistischen Weltsystem hat, aus dem sie kommen. Ist es zum Beispiel ein imperialistisches Land, aus dem heraus migriert wird, oder ist es ein abhängiges Land? Was ist auch das Zielland? In diesem Fall natürlich immer Deutschland, aber generell ist die Migration ja unterschiedlich. Welche Klassenherkunft hat auch die Migrantin in ihrem Herkunftsland? Also ist sie zum Beispiel Kleinbürgerin oder kommt sie aus der Arbeiterinnenklasse? Und welche berufliche Qualifikation hat sie erworben? Auch das kann eben unterschiedlich sein, hat aber natürlich häufig etwas mit der Klassenherkunft zu tun. Also natürlich hat, ja, aus welcher Klasse du kommst, immer einen Effekt darauf, welche Ausbildung du überhaupt machen kannst. In Deutschland lässt sich dann eben unter den Migrantinnen, ebenso wie im Rest unserer Klasse auch, eine gewisse Hierarchie ablesen, also welche Stellung die Leute dann im imperialistischen System in Deutschland haben. So versucht Deutschland bewusst, zum Beispiel studierte Fachkräfte abzuwerben, also Ingenieurinnen, WissenschaftlerInnen, ProgrammiererInnen, Ärztinnen und weitere Berufe. Die werben wir aus anderen imperialistischen Staaten ab. Das liegt aber eben daran, dass man dort auch ein gewisses Qualifikationsniveau will. Das heißt, man will einen Staat aus einem Staat abwerben, der eben auch eine bestimmte Bildung den Leuten gibt, weil er einen bestimmten Stand im imperialistischen Weltsystem hat und sich das leisten kann, so viel in die Ausbildung zu investieren. Knapp darauf folgen dann teilweise qualifizierte Arbeiterinnen aus Bereichen, in denen Deutschland selbst Mängel aufweist. Also zum Beispiel in der Industrieproduktion oder in bestimmten Pflegeberufen haben wir selbst nicht genug Arbeiterinnen. Diese werden in der Regel nicht aus imperialistischen Zentren abgeworben, die ein hohes Lohnniveau haben. Dann könnte man die ja auch direkt selber ausbilden, sondern man wirbt die aus kapitalistischen Ländern ab, die ein niedriges Lohnniveau haben. Zum Beispiel ja, gewisse Länder in Osteuropa, Lateinamerika, aber auch Südostasien. So lässt sich dann in Deutschland die Ausbeutung dieser Arbeitskräfte verschärfen, denn die Migrantinnen sind an ein niedriges, meist eben noch viel niedrigeres Lohnniveau als in Deutschland gewöhnt und akzeptieren dann hier niedrige Löhne, die zum Beispiel deutsche Arbeiterinnen zum Teil nicht annehmen wollen. Die Hierarchie führt uns dann runter zu Hilfsarbeiterinnen. Die arbeiten nochmal unter verschärften Ausbeutungsbedingungen in Deutschland, zum Beispiel häufig im Transportgewerbe oder in der Nahrungsmittelproduktion. Dazu zählt dann zum Beispiel die Fleischindustrie, aber auch Saisonarbeiterinnen aus der Landwirtschaft gehören da dazu. Die kommen oft aus den ärmsten Ländern in Europa, also zum Beispiel aus Rumänien oder Bulgarien. Auch hier wird das genutzt, um quasi das Lohnniveau zu drücken. Wenn man sagt, ja, das Lohnniveau im Herkunftsland ist so niedrig, dass wir es auch hier in Deutschland niedrig halten können. Das nennt man dann ethnisch unterlegte Arbeitsteilung, also letztlich ein ethnisch unterlegtes Ausbeutungssystem in Deutschland, das davon profitiert, dass andere Länder, die eine niedrigere Stellung haben, eben auch ein niedrigeres Lohnniveau haben.
Am unteren Ende der Hierarchie befinden sich dann schließlich die Geflüchteten aus zum Beispiel neokolonialen Staaten oder aus Kriegsgebieten. Deren Lebenslage ist natürlich auch nicht immer gleich, aber man kann sie quasi als Gruppe ans untere Ende dieser Hierarchie stellen, auch weil sie die niedrigsten Rechte zum Beispiel haben und mit den niedrigsten Mitteln nach Deutschland kommen. Der begriffliche Unterschied zwischen Migrantinnen und Geflüchteten ergibt sich also in erster Linie daraus, ob die betroffenen Menschen, die in ein Land auswandern, das legal tun, also zum Beispiel mit einer Green Card, oder ob sie gezwungen sind, dass sie das also heimlich machen müssen oder auch unter Lebensgefahr und dass sie dadurch eben dann auch teilweise zu Ausbeutungsobjekten internationaler Schleusermafien halt werden. Das heißt, dieser Begriff, ne, ergibt sich eben auch aus der Art, wie die Menschen gezwungen werden oder nicht gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Ebenso ergibt sich die Unterscheidung daraus, ob sie im Zielland legal ankommen, wenn auch unter ausbeuterischen Bedingungen. Also ne, es gibt ja auch Geflüchtete, die legal nach Deutschland einreisen. Dann gibt es aber eben auch Geflüchtete, die das nicht tun und die direkt in ein Zwangssystem gesteckt werden und dauerhaft von Abschiebung bedroht sind oder sogar im Untergrund leben müssen, also sich die ganze Zeit vor dem deutschen Staat verstecken. Das ist natürlich eine Differenz innerhalb der Geflüchteten, die eben wieder auch keine homogene Masse bilden. Also nicht die Lage aller Geflüchteten in Deutschland ist gleich. Was auch dazu gehört, ist halt letztlich, ob sie aus einem Staat kommen, der eine hohe Anerkennungsquote hat, an Asylanträgen, zum Beispiel Syrien oder Eritrea. Die können häufig in Deutschland ein bisschen schneller Fuß fassen, kriegen ihren Asylantrag auch schneller durch. Aber der weitaus größere Teil der Geflüchteten muss sich eher so mit Duldungen über Wasser halten, wird also mit Arbeitsverbot belegt und muss dann schwarz arbeiten. Das wiederum zwingt die Arbeiterinnen eben in eine besonders prekäre Lage und viele Frauen landen dadurch zum Beispiel in Deutschland in der Prostitution. Also hier ist 90% der Prostitution Armutsprostitution und davon sind eben viele oder große Teile geflüchtete Frauen. Ich glaube, damit haben wir jetzt die Basics ganz gut zusammengefasst, wie die Migration in Deutschland so aussieht, ganz grundlegend. Jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie sich die Migrationspolitik verändert hat. Und dazu will Jill jetzt, glaube ich, ein bisschen was erzählen zur aktuellen politischen Stimmung, die wir in Deutschland gerade haben. Ja, genau, denn auch die politische Stimmung hat sich in den letzten Monaten ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Man kann ganz generell sagen, dass das Thema Migrationspolitik in den letzten Monaten schon sehr präsent war, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Und man sieht eigentlich sehr klar die Bestrebungen, einen Rechtsruck in der Politik und ein stark reaktionäres bis ja, rassistisches Klima in der deutschen Gesellschaft zu erzeugen. Wir reden hier dann von der faktischen Abschaffung des Asylrechts, von massiven Beschneidungen der Rechte von MigrantInnen in Deutschland, die eben diskutiert werden, zusammen mit einer rassistischen Debatte über Migration an sich. Wir können gleich, denke ich, nochmal ausführlicher über die Hintergründe davon sprechen, aber wir sollten auf jeden Fall schon mal festhalten, dass diese rassistische Hetze nicht im luftleeren Raum stattfindet. Wir können natürlich sehen, dass seit vergangenem Jahr, also 2022, knapp 4 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Deutschland eingewandert sind. In der Geschichte der BRD sind noch nie innerhalb so eines kurzen Zeitraums so viele Menschen gekommen. Wenn man die Wegzüge aus Deutschland abzieht, ist die deutsche Bevölkerung seit 2022 netto um 1,8 Millionen Menschen gewachsen. Das ist mehr als in den Jahren 2015 und 2016 zusammen, als die sogenannte Flüchtlingskrise in aller Munde war. Es wird jetzt also gesagt, dass einfach zu viele kommen würden und dass die Kommunen, die ja sowieso finanziell angeschlagen sind, damit überfordert seien. Es wird also suggeriert, dass die öffentliche Infrastruktur, die ja ohnehin schon an vielen Stellen kaputt gespart wird, egal ob wir jetzt über Kitas, Schulen oder andere Bereiche reden, jetzt noch schlechter wird, wenn mehr Menschen hier leben. Das wird dann so als Naturgesetz hingestellt, trifft so aber eigentlich überhaupt nicht zu. Wir reden hier über konkrete politische Entscheidungen, die dafür sorgen, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland so sind, wie sie eben sind. Und damit hat der Migrationsstrom von der objektiven Seite erstmal recht wenig zu tun. Man sieht hier aber eben sehr gut, wie Menschen bewusst gegeneinander ausgespielt werden, um ein bestimmtes Klima zu erzeugen, in dem dann auch bestimmte politische Maßnahmen durchgesetzt werden können. Diese rassistische Ideologie zieht sich nicht nur durch die gesamte bürgerliche Medienlandschaft, sondern auch durch alle Regierungsparteien. Es ist dabei aber schon eine neue Qualität, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz davon redet, endlich im großen Stil abschieben zu wollen. Das ist halt ein Sprech, den man bisher eher von der NPD bzw. die Heimat kannte. Ich denke, ein weiterer Aspekt, den wir anbringen sollten, ist auch die massive Repression gegen die politischen Aktionen in Solidarität mit Palästina, die ja auch sehr stark von migrantischen Organisationen und Menschen getragen werden.
Wir haben pauschale Demoverbote gesehen, wir haben in Berlin-Neukölln quasi einen Belagerungszustand gesehen, wo man nicht mal mehr mit einer Kufia die Straße entlang gehen durfte. Und all das zeigt, denke ich, dass diese Proteste zum einen als Experimentierfeld für ein neues Level an Repression genutzt werden, der Staat dort aber eben auch die Bilder schafft, die er braucht, um Geflüchtete aus Westasien pauschal als AntisemitInnen zu brandmarken und damit eben auch das kleinbürgerliche Israel-solidarische Milieu für seine rassistische Hetze empfänglich zu machen. Ja, man kann also zusammenfassend, denke ich, sagen, dass sich das politische Klima nach rechts verschiebt. Allerdings geht es ja nicht nur um irgendein politisches Klima, sondern eben auch um konkrete rechtliche Veränderungen. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, Sarah. Ja, die Hetze durch die Politik erfüllt natürlich auch erstmal den Zweck, eine repressivere Migrationspolitik vorzubereiten. Das ist ganz klar. Man hetzt nicht einfach nur so, um zu hetzen, sondern auch, um das eigene Handeln zu legitimieren und um in der Bevölkerung eine Zustimmung dafür zu schaffen oder zumindest eine gewisse Neutralität. Die wollen wir uns jetzt nochmal quasi genauer anschauen, also was quasi der Hintergrund ist, warum wird gerade so viel gehetzt, beziehungsweise in Verbindung zu welchen konkreten rechtlichen Maßnahmen steht das eigentlich in Deutschland und in Europa. Genau, Europa ist da ein ganz gutes Stichwort, denn ein großer Teil der Asylgesetzgebung findet mittlerweile auf EU-Ebene statt und eben nicht mehr nur auf der einzelnen Länderebene. In kommender Zeit ist das unter anderem eine Großreform des sogenannten GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Also das ist quasi die Abkürzung davon. Im Juni und Oktober hat die Bundesregierung im Zuge dessen dem EU-Asylkompromiss zugestimmt. Das stellt erstmal eine massive Einschränkung der Asylrechte dar, dass Asylverfahren zum Beispiel aus Europa rausverlegt werden sollen und somit die Rechte von Nicht-EU-Migrantinnen weiter eingeschränkt werden. Unter anderem sollen die Asylverfahren für Menschen, bei denen nur 20% oder weniger der Asylanträge angenommen werden, verpflichtend an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Menschen, die also aus einem Kriegsgebiet fliehen wollen, aus deren Land aber wenige Asylanträge angenommen werden in Deutschland, werden dann erstmal an den EU-Grenzen eingesperrt und in irgendwelchen Lagern leben müssen, bis dann mal ihr Asylantrag endlich durch ist, was aber eben Monate dauern kann. Das gilt auch für Familien, die dann eben auf engem Raum zusammenleben müssen, mit keiner richtigen Versorgung in der Regel. In solchen Lagern sieht dann eine medizinische Versorgung, zumindest so wie wir es bisher kennengelernt haben, sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich sehr schwierig aus. Und auch die rechtliche Lage ist sehr kompliziert, denn erstmal hat Deutschland ja nicht wirklich Interesse daran, Migrantinnen irgendwelche Anwälte zur Seite zu stellen, mit der für deren sie sich dann das Migrationsrecht einklagen können oder so. Das ist sowieso sehr schwierig, aber warum sollte der Staat die Bedingungen dazu dann irgendwie doch verbessern oder so? Daher, zumindest so wie man es in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, ist es halt sehr schwierig, dort irgendeine anwaltliche Vertretung oder sonst was zu organisieren. Natürlich auch dadurch, dass die Migrantinnen sich ja in der Regel gar nicht mehr in ihrem Heimatland befinden, also die Sprache gar nicht sprechen und sowas nicht selbst organisieren können. Weitergehend ist außerdem geplant, dass einige Asylverfahren direkt im sicheren Drittstaat durchgeführt werden sollen. Ja, sichere Drittstaaten, da sind die Bedingungen häufig extrem prekär und ehrlich gesagt war in der Vergangenheit auch immer wieder strittig, wie sicher die sicheren Drittstaaten sind. Außerdem sind viele Geflüchtete in diesen sicheren Drittstaaten eben nicht staatlicher oder staatlicher Verfolgung ausgesetzt und müssen zum Beispiel rechtswidrige Abschiebungen, also in Länder wie Afghanistan oder Syrien, befürchten. Denn nur weil du in Deutschland nicht nach Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden kannst, bedeutet es ja nicht, dass im Drittstaat das genauso gilt, sondern dort sind viel mehr Abschiebungen in der Regel noch erlaubt oder gibt es gar keine sicheren Herkunftsländer. Um also eine Chance zu haben, in Europa überhaupt Asyl zu bekommen, müssten die Menschen dann ihr Leben weiterhin in ihrem Fluchtland aufs Spiel setzen. Das ist natürlich vollkommen absurd. Du willst flüchten, weil du willst ein besseres Leben oder du hast halt Angst um dein Leben. Dann musst du aber erstmal da bleiben, weil sonst sagt Europa so, nee, das ist illegal, jetzt kriegst du quasi kein Asyl mehr. Das zeigt halt einfach, dass dort extrem viele Menschenrechte gerade verletzt werden und man auch einfach nichts auf diese Menschen gibt. Bisher ist diese Asylreform noch nicht in Beton gegossen, also steht noch eine Einigung an im Europaparlament. Das soll allerdings schon bis zum April 2024 stattfinden, also relativ zügig durchgewunken werden. Im besten Fall auch ohne eine große Öffentlichkeit dafür zu schaffen, was dort überhaupt gerade alles passiert. Mit diesen Reformen ist der Kampf des europäischen Kapitals gegen die Geflüchteten allerdings noch nicht vorbei. Also wir haben ja eben schon ein bisschen über das Klima diskutiert, das politische Klima, und du hast dazu schon was gesagt. Aber zum Beispiel muss man auch sagen, dass sich das auch auf diese Rechtsfrage
auswirkt. Jens Spahn zum Beispiel stellt in letzter Zeit einfach ganz viele Grundrechte in Frage, die für Geflüchtete im Moment noch gelten, und sagt zum Beispiel ganz offen, ja, die Genfer Flüchtlingskonvention weiß er jetzt nicht, wie gut er die findet, so ganz grundsätzlich, oder die Europäische Menschenrechtskonvention. Und damit stellt er letztlich das Grundrecht auf Asyl überhaupt in Frage, das ja in Deutschland, auch wenn mit vielen Einschränkungen, gerade immer noch gilt. Stattdessen soll Deutschland jetzt einfach irgendwelche festen Kontingente von Menschen pro Jahr aufnehmen. Und das soll reichen. Das ist natürlich vollkommen absurd, also in seinem Interesse sicherlich, aber in Bezug auf Migrationsbewegungen und Geflüchtetenbewegungen vollkommen absurd, weil wie viele Menschen flüchten, das lässt sich eben nicht einfach von Deutschland festlegen, sondern erstmal flüchten so viele Menschen, wie in Ländern Krieg verursacht wird. Vollkommen unabhängig davon, ob Deutschland jetzt sagt, dass nur 2000 aufgenommen werden. Der Rest, ja, der muss dann eben an den Grenzen bleiben. Zusätzlich zum EU-Recht wurde in Deutschland jetzt nicht nur von verschiedenen Politikern gehetzt, sondern es werden auch noch eigene Maßnahmen vorgenommen, zum Beispiel mit dem sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz und der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Damit sollen gezielt hochqualifizierte Fachkräfte abgeworben werden. Also wir haben ja eben schon gesehen oder darüber redet, dass nicht für alle Migrantinnen die gleichen Rechte gelten und dass eben auch bestimmte Migrationen gibt, die der deutsche Staat will, wo er bewusst Migrantinnen abwirbt. Genau, insbesondere für diese Migrantinnen gibt es jetzt quasi leichte Verbesserungen. Unter anderem Rechte für Menschen, die bereits in Deutschland leben und arbeiten, die aber aufgrund des miserablen Asylrechts wenig Chance auf Aufenthalt haben. Das sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz, das Anfang dieses Jahres durchgewunken wurde, das verbessert zum Beispiel die Chancen auf Aufenthalt, aber eben auch auf eine sogenannte Ausbildungsduldung. Also die Menschen, die bereits hier sind, die kriegen leichte Verbesserungen. Und für diese einzelnen Menschen stellt das eben auch eine Verbesserung dar. Wir dürfen aber eben nicht vergessen, dass auch dahinter ein ökonomisches Interesse steht. Und zwar sieht man, dass die Menschen eben so schnell wie möglich in den kapitalistischen Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Und man sieht, dass es auch eine politische Maßnahme ist, mit der man letztlich den bürgerlichen Antifaschistinnen und den NGOs ein paar Krümel hinwirft und sagt, ja, guck mal, die Migranten, die gerade im Kriegsgebiet leben, die lassen wir halt da, auf die geben wir auch nichts. Aber die, die schon hier sind, für die tun wir wenigstens ein bisschen was. Das hat natürlich den politischen Effekt, dann zumindest Teile der bürgerlichen Bewegung, die sich für Geflüchtetenrechte einsetzt, ein bisschen zu beruhigen oder denen zu sagen, ja, es wurde halt nicht gar nichts gemacht. Dabei wurde aber eben genau die Maßnahme ergriffen, die dem deutschen Kapital in die Hände spielt. Ja, du hast ja eben auch die Hetze, die damit einhergeht, schon ein bisschen beschrieben. Aber vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was die Gründe für diese rechte Offensive in der Migrationspolitik sind. Also, okay, die Hetze wird gemacht, um die Migrationspolitik zu rechtfertigen. Aber warum wird denn eigentlich diese Art der Migrationspolitik gerade so massiv nach vorne getrieben? Ja, also ich denke, für diesen Rechtsruck gibt es verschiedene Gründe. Ein zentraler Grund ist aus meiner Sicht die Annahme, und das ist auch eine durchaus plausible Annahme, dass die Fluchtursachen, vor allem in Form von Kriegen, in den kommenden Jahren weiter zunehmen werden. Die Widersprüche im imperialistischen Weltsystem spitzen sich zu und auch die Gefahr eines dritten Weltkriegs ist real vorhanden. Egal, ob wir jetzt über Syrien, Afghanistan, die Ukraine oder Kurdistan und Palästina sprechen, es gibt viele verschiedene Brandherde und der Migrationsstrom wird wohl kaum einfach so abreißen. Anstatt jedoch jetzt diese Fluchtursachen, also ein Kriegstreiben, an dem der deutsche Imperialismus an vielen Stellen aktiv beteiligt ist, in den Fokus zu rücken, sollen einfach die Symptome bekämpft werden und die Grenzen mehr und mehr dicht gemacht werden. Das deutsche Kapital hat aktuell einfach keine Verwendung für eine solche Menge an Geflüchteten und konsequenterweise wird dann eben die Migrationspolitik auf reaktionäre Weise umgebaut. Daneben kommt es dem deutschen Staat sicherlich auch gelegen, dass bei der eigenen Bevölkerung Wut über die Verschlechterung der Lebensstandards infolge von der Preisexplosion und der Wirtschaftskrise, in der wir aktuell sind, genauso wie über die geplanten massiven Kürzungen beim Bundeshaushalt, mit rassistischer Ideologie auf die MigrantInnen umgeleitet werden kann. Zumindest bei bestimmten Teilen von ArbeiterInnenklasse und KleinbürgerInnentum, die dafür empfänglich sind. Wir müssen insgesamt auch sehen, dass die aktuellen Verschärfungen in der Migrationspolitik nicht für sich alleine stehen. Es geht der Regierung generell darum, den deutschen Imperialismus in Zeiten von multiplen Krisen und internationalen Kriegstreiben für einen schärferen Konkurrenzkampf auf internationaler Ebene in Stellung zu bringen. Deshalb will man die EU durch eine gemeinsame Asylpolitik, die das Recht auf Asyl eigentlich bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, stabilisieren
Und deshalb will man auch den eigenen Arbeitskräftemangel, der ja real vorhanden ist, durch gezielte Zuwanderung hochqualifizierter Kräfte bekämpfen. In Anführungszeichen unnütze Geflüchtete sollen dagegen so schnell es geht wieder abgeschoben werden. Um das in die Tat umzusetzen, will der deutsche Imperialismus die gesellschaftliche Debatte nach rechts verschieben. Denn das ist auch für weitere rückschrittliche Maßnahmen sehr nützlich. Dazu gehört zum Beispiel die massive Aufrüstung nach außen bei der Bundeswehr, aber auch die Aufrüstung nach innen, also vor allem in Form von der Einschränkung demokratischer Grundrechte und neue Polizei- und Versammlungsgesetze. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon uns mit einigen Veränderungen auseinandergesetzt. Und jetzt wäre, glaube ich, noch so die Frage, die wir zum Abschluss behandeln wollen würden, wie wir uns eigentlich dazu verhalten sollen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es geht natürlich auch darum, sich die Frage zu stellen, wie man auf diesen Rechtsruck jetzt antworten kann. Und ich denke, da muss unsere Haltung verschiedene Punkte umfassen. Im Hier und Jetzt ist es natürlich richtig, auch defensive Kämpfe gegen die Verstümmelung des Asylrechts zu führen, gegen die kapitalistische Migrationspolitik zu agitieren und natürlich auch die rassistische Hetze zu bekämpfen, genauso wie rassistische Polizeigewalt. Ich glaube aber, dass wir dabei nicht stehen bleiben dürfen. Natürlich sagen wir Refugees welcome und kämpfen für ein Land, in dem auch MigrantInnen und Geflüchtete gut leben können und in dem auch ihre Grundrechte gewahrt werden. Also das ist ja eigentlich klar. Wir müssen auch natürlich gegen die militärischen Aktivitäten des deutschen Imperialismus auf die Straße gehen, weil die ja unter anderem dafür sorgen, dass Menschen sich auf die Flucht begeben müssen. Wir müssen aber auch realistisch einschätzen, dass alle Fortschritte, die wir erkämpfen, unter kapitalistischen Verhältnissen sehr begrenzt bleiben und sich jederzeit in Luft auflösen können, sobald die politischen Kräfteverhältnisse und das Klima in der Gesellschaft sich verändern. Ich meine, gerade rassistische Ideologie ist so tief verankert in den Köpfen der Menschen und wird vom deutschen Imperialismus immer wieder gestreut werden, sodass Rassismus im Kapitalismus nicht besiegt oder irgendwie beendet werden kann. Und so sehr wir auch für Grundrechte für Geflüchtete eintreten, müssen wir am Ende des Tages doch sagen, dass wir gar nicht in einer Welt leben wollen, in der sich Menschen konstant dazu gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen und unter Lebensgefahr in Länder auszuwandern, in denen sie nicht willkommen sind und rassistisch unterdrückt werden. Wie können wir so eine Welt erreichen? Naja, wir haben heute schon darüber gesprochen, dass Migration im Imperialismus gesetzmäßig ist. Nicht zuletzt, weil eben auch die zwischenimperialistischen Kriege im Imperialismus gesetzmäßig sind. Folglich müssen wir das imperialistische Weltsystem auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Es geht also darum, dass wir grundsätzlich dieses imperialistisch-kapitalistische System überwinden und den Sozialismus aufbauen müssen. Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern, deren Beziehungen dann eben nicht auf Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg beruhen, sondern auf Solidarität aufgebaut sind, das ist nur im Sozialismus möglich. Das klingt jetzt vielleicht wie etwas, von dem wir noch sehr weit entfernt sind oder vielleicht auch wie eine Utopie. Im Endeffekt ist es aber, glaube ich, wesentlich realistischer, als darauf zu hoffen, dass sich innerhalb dieses kapitalistischen Systems irgendwas verbessert. Und erst wenn wir eine sozialistische Gesellschaft erkämpft haben, werden wir dann auch eine Welt haben, in der niemand mehr fliehen muss und wo Rassismus und Kriegstreiberei zurückgedrängt worden sind. Der Reichtum der Gesellschaft sollte dann allen zugutekommen und nicht nur einer winzigen Minderheit von KapitalistInnen. Auf dem Weg dahin müssen wir natürlich die rassistische Spaltung der ArbeiterInnenklasse überwinden und in internationaler Solidarität Seite an Seite kämpfen, um den Kapitalismus überwinden zu können. In diesem Sinne müssen wir sagen, hoch die internationale Solidarität. Ja, mit diesen Worten sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut am Ende von unserem Podcast angelangt. Wir haben, wie beim letzten Mal auch, euch noch ein paar Empfehlungen mitgebracht. Unter anderem müssen wir, glaube ich, sagen, dass wir uns in letzter Zeit relativ viel mit diesem Thema Migration, Faschismus und so, das hängt ja auch zusammen, befasst haben. Und wir natürlich nochmal das Buch empfehlen würden, was wir auch für unseren letzten Podcast mitverwendet haben. Also dieses Faschismusbuch vom Verlag Leo Jogiches. Jill hat jetzt euch aber auf jeden Fall noch eine andere Lektüre mitgebracht und ich habe auch noch ein Magazin, das man ganz gut dazu lesen kann. Ja genau, als weiterführende Lektüre würden wir euch noch das Buch Die Diversität der Ausbeutung ans Herz legen. Das ist diesen Sommer rausgekommen und wurde von Eleonora Roldan-Mendiville und Bafta Sabo herausgegeben. Und ja, stellt eigentlich ganz gut dar, welche Rolle auch eben Rassismus im kapitalistischen Ausbeutungssystem hat und kann da, denke ich, gewisse Grundlagen ganz gut vermitteln, wenn euch das interessiert.
Ja, die letzte Leseempfehlung wäre jetzt die Kommunismus. Das ist eine Zeitschrift vom kommunistischen Aufbau. Und da gibt es eine Ausgabe von 2022, Imperialismus, Migration und Rassismus, die auf jeden Fall zu diesem Thema auch ganz gut passt. Wir werden versuchen, euch diese Sachen einfach zu verlinken, beziehungsweise nochmal genau aufzuschreiben, was der Autor ist, damit ihr euch die auch besorgen könnt, wenn ihr die lesen wollt. Damit wären wir dann für heute fertig und würden uns verabschieden. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.